Jo, Sims 3 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 3. Immer noch mit Mathilda unterwegs, die etwas unglücklich reinschaut, weil sie einmal mit dem Verwünschungszauber, der immer noch leicht verpackt ist, nicht gut klarkam, schüchtern ist und mit dem Typen im Taxi sich nicht wohlfühlt. Ja, ich finde diese Person im Taxi unglaublich unangenehm. Na toll. Lassen Sie mich raten, sind ein Mangold. Ja, woher wissen Sie das? Ach, fragen Sie gar nicht erst. Wir müssen nicht darüber reden. Ich rede darüber mit meinem Psychologen. Ich muss jetzt Geister verbannen. Es tut mir leid, ich kann mich nicht mit Ihnen weiter unterhalten. Ja, was auch immer. An diesem Ort wimmelt es nur so von ruhelosen Gespenstern. Fangen Sie schnell ein, bevor das Gespenst auf dumme Gedanken kommt. Ja, habe ich vor, aber erstmal kloppen. Ist hier wieder Rote? Nee. Was ist das hier für ein komisches Haus? Bisschen leer für eine Wohnung. Ach so, das ist. Ah, Moment! Wir sind bei den Derbs! Das ist ja. Hier, besuchen! Das sind ja der Mandy und der Derb! Hey, Bruderherz! Hallo, Bruderherz! Unglaublich, es spukt bei den Mangols auf dem Grundstück. Hey, Derb, mach doch mal auf! Ich fass es nicht. Okay, alles gut. Ach nein, wie geil. Das ist ja alles. Die farbliche Stimmung sieht gar nicht mal schlecht aus damit. Geht's unseren Tieren gut? Es geht ihnen gut. Sie spielen mit ihren Hundis. Ach, das ist das schön. Sowas. Ja, dann verbannen wir mal die Geister, ne? Ja, Derp, wenn du nicht mit deiner Schwester reden willst, dann werde ich einfach mich um dieses Geisterproblem kümmern. Kein Problem, das kriege ich hin. Das kriegen wir alle hin. Was heißt hinkriegen? Mich bekommst du ganz bestimmt nicht in deinem Wellenschieferraum. Die Dinger sollten wir uns mal zu Hause aufstellen. Finde ich eigentlich ganz cool. So unterschiedliche Gespenstertypen, aber nur die billigen. Erstmal. Cool, dass wir jetzt bei Mandy und Dörp hier den Spencer verbannen dürfen. Oh, das ist voll schön, die Szenerie. Voll cool. Wo sind die anderen Geister? Auch um Haus? Ja, ums Haus, da. Verbannen. Also, wenn ihr schlafen wollt, dann geht doch schlafen. Ich glaube, sie können aber nicht schlafen, solange die Geister da sind oder so. Hoffentlich geht es der Nudel gut. Oh. Also den beiden kehren wir ja auch bald wieder zurück. Ich habe mir gedacht, ich bin nochmal ein bisschen auf die Kommentare eingegangen, die ihr geschrieben habt, dass wir das vielleicht jetzt immer so handhaben, dass wir zwar 6 Tage eine Familie spielen und dann montags immer angucken, was Mandy und Derp machen. Also wir spielen halt 6 Tage eine Familie und dann gucken wir, was Mandy und Derp machen. Und dann natürlich alle, ich weiß nicht, 3 Wochen oder einmal im Monat eine Woche Mandy und Derp. Ja. Denn die beiden möchte ich eigentlich schon noch ganz gerne ihrem Leben ein bisschen vorantreiben. Und vielleicht wechsle ich auch so nach Gefühl ab und zu die Familie, wenn es denn nichts Spannendes mehr Neues zu entdecken und zu erleben gibt. So, damit wäre auch der letzte Geist eingesaugt. Sehr gut. Die Gespenster haben keinen gefährlichen Eindruck gemacht, aber die waren ziemlich unruhig. Danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Können wir jetzt nicht Hallo sagen? Hier, Derp, hallo sagen. Derp demonstriert gerade wieder. Freundlich, Angst vor der Dunkelheit ausdrücken. Oh, haben wir noch einen neuen Auftrag? Nee, momentan keine Jobs verfügbar. Sehr gut, wir müssen unsere Logikfähigkeiten verbessern. Ansonsten Gespenster sammeln und paranormale Aktivitäten untersuchen. Oh, das ist so cool mit dem Drachen, ey. Das ist so cool, ey, dass sie das nicht in Supernaturals einfach so eingefügt haben. So, jetzt gehen wir mal unter so einem Bruder reden. Wenn das möglich ist, Spiel. Huch! So wurde ich reingeportet. Samus soll über ein neues Gesetz abstimmen, das so geheim ist, dass es noch nicht einmal weiß, worum es dabei geht. Soll Samus für oder gegen das Gesetz stimmen? Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber er kann das ja mal machen. Ich glaube, der Story Progression Mod ist schon wieder ein bisschen am Rumbuggen. Ich wollte eigentlich Derp.
Aber wir können jetzt nicht mehr sagen, wegen der Dunkelheit, weil es nicht mehr dunkel ist. Ich wollte. Wir könnten unseren Bruder umarmen. Wir haben ihn ja lange nicht gesehen. Ich glaube, das Mikrofon ist kaputt. Ja, verdammt, tut mir leid. Das hat nicht geklappt mit der Demonstration. So. So kennen wir ihn. Ach, hallo, Schwesterherz. Hallo, Bruder. Na, wie geht es dir? Wir könnten uns ja mal ein bisschen unterhalten mit der Geschichte erzählen. Banshee-Verbanner zeigen. Können ja dort mal erzählen, was für eine coole Arbeit wir haben. Plaudern. Wir können uns nach der sexuellen Neigung erkundigen. Ah, ich habe den Wuhula wieder installiert, ne? Richtig. Weil ich dieses sowieso so viel Chance Baby machen bei normal Techtelmechtel wieder reinbringen wollte. Eben gerade wegen solchen Sachen wie Mandy und Derp. Ja, fragen wir doch mal nach der sexuellen Neigung. Warum nicht? Also ich habe ein neues Bett bei mir zu Hause, in dem ich jetzt alleine schlafe. Fern von Mama und Papa. Endlich nicht mehr zu Hause wohnen bei diesen verrückten alten Irren. Echt angenehm, in seinem eigenen Bett zu schlafen. Fühlt sich richtig normal an, so ein Drahtgestellbett. Aber Matratze ist ein bisschen billig. Vor Irina davonlaufen? Ich glaube, wir haben Angst vor Hunden. Ah, ein Hund! So, alles gut. Oh, das riecht... Oh, lecker! Ich bin übrigens jetzt Geisterjägerin. Oh, das ist ja toll, ey, Mathilda. Ich bin so stolz auf dich. Du bist ja doch richtig... Also, das ist ja aus dir was geworden ist. Ja, wie gesagt, mein eigenes Bett. Da wollte ich dir die ganze Zeit von erzählen. Das ist richtig flauschig. Und total overpowered. Ja, ich habe auch ein eigenes Bett. Da schlafe ich mit meiner Freundin drin. Und manchmal machen wir da drin ganz andere Dinge. Dann fliegen da so Herzen rum. Aber mehr will ich nicht erzählen. Ja, das könnte ich in meinem Bett auch machen. Aber leider penne ich da ganz alleine. Ja, das kommt sicherlich auch noch. So ein paar Bettgeschichten wären ja mal was für deine Bücher. Du wolltest doch schreiben. Ja, dass du dich daran noch erinnerst. Sag mal, deine sexuelle Neigung. Wenn du jetzt eine Frau hast, schießt doch bestimmt auf Frauen, hä? Ja, natürlich bist du verrückt geworden. Was laberst du mich an? Ja, genau, ist heterosexuell. Ich finde es lustig, dass das Spiel hat das ja von Natur aus nicht drin, aber der Wuhula-Mod bringt das mit sich. Mit Mitbewohner zu werden. Nein, das geht gar nicht. So, das können wir gar nicht machen. Aber ey, mit ihr könnten wir uns echt einen Mitbewohner suchen. Wir könnten uns echt einen Mitbewohner mit ihr suchen. Den kann man ja dann nicht steuern. Ja, gut, das ist auch immer blöd, wenn man ein Zimmer hat, den man nicht steuern kann. Wir können überhaupt mal Leute kennenlernen. Also durch die Nachbarschaft gehen und in Häusern klingeln oder sowas. Haben wir denn überhaupt Nachbarn? Doch, wir haben Nachbarn. Hier, wir haben Nachbarn. Oder? Ist das ein Haus? Ja, das ist ein Haus. Kann man. Martinez. Canyon ist gerade. Canyon? Canyon? Canyon ist gerade nicht da. Das ist auch ein Grundstück, das ich platziert habe. Aber eigentlich habe ich niemanden da einziehen lassen. Gut. Spiel. Habe aber links ein paar Sims in die Tonne geschmissen, damit dort eingezogen werden kann. Ach, dann können wir uns auch unsere Dienstauszeichnung holen. Ja, Dörp, ich muss jetzt leider gehen. Ich muss mir jetzt meine Arbeitsauszeichnung abholen. Ja, dann tschüss. Warte. Hab keine Angst. Der Hund tut hier nichts. Vor Irina davonlaufen. Wir haben echt Angst vor Hunden. Das ist unglaublich. Kannst du das mal mit dem Davonlaufen jetzt einfach sein lassen und zur Arbeit gehen? Hopp, hopp. Was? Kissenschlacht austragen. Nein, geh zur Arbeit. Geh endlich raus. Nein. Geh endlich. Geh endlich da raus. Beweg dich endlich da raus. Lass das. Geh endlich hier. Wir gehen nicht weg. Ah, wir sind gefangen wegen dem blöden Hund. Nein, geh hier hin. Geh endlich hier hin. Nein, geh hier hin. Geh raus. Nein. Geh endlich raus. Nein, lass den blöden Hund. Geh endlich aus der Wohnung. Du machst mich fertig. Ich glaube, wir sind verbuggt oder so. Wenn ich jetzt noch einmal vor diesem blöden Hund erschreckst, dreh ich am Rad, danke.
In solchen Fällen, wenn euch sowas passiert, Testing Cheats Enabled True eingeben. Findet man auch im Internet die Informationen dazu. Dann Shift drücken, linke Maustastenklick irgendwo auf dem Boden, wo man auch hinlaufen könnte. Und dann teleportieren klicken. Gibt nichts Besseres als diese Möglichkeit, einen Sim zu entbacken. Oder Reset und Reset Sim und dann den Namen des Sims eingibt. Das geht auch. Aber in dem Fall, holy moly, war es ein Stress. So, jetzt holen wir uns unsere Auszeichnung endlich ab. Ha. Der Hund wollte uns nicht gehen lassen. Der Hund wollte nicht, dass wir gehen. Dann hat sie uns angebellt. Was für ein sadistischer, brutaler Killerhund. Sollte einen Maulkorb tragen, die Irina. So Möpse sind ja auch sehr furchteinflößend. Naja gut, die von Mathilda vielleicht. So, jetzt kriegen wir endlich unsere Auszeichnung. Das ist schön. Gelegenheit und Jobs sind wieder nur alle eingeblendet. Wir könnten auch mal ins Schwimmbad gehen. Schwimmen ist auch schön. Oder ins Museum. Glückwunsch, Mathilda wurde von der Stadtrat Dragon Valley in Anerkennung ihrer ausgezeichneten Arbeit der Titel Geisterendpolterin verliehen. Nächtliches Knarren auf dem Dachboden, klapperndes Kochgeschirr und pfeifender Wind setzen den Sims in der Nachbarschaft schwer zu. Kannst du die übernatürlichen Wesen, die für die Unruhe verantwortlich sind, vertreiben oder zumindest die Einwohner davon überzeugen, dass sie sich alles nur einbilden? Wie gut. Ah, die Geisterjägerin Mathilda Mangold. Wir hier im Rathaus haben viel Gutes über dich gehört. Die Jagd auf Gespenster ist schon etwas Seltsames, was? Ich bin glücklich, dir im Auftrag der Stadt Dragon Valley Folgendes verleihen zu dürfen. Gruseltrophäe. Mach weiter so. Sehr gut, wir wurden befördert. Was ist das hier? Ach, das ist unser cooler Park, den wir gebaut haben. Hier wohnen jetzt die Mangolds, sind auch gerade zu Hause. McGrath, den haben wir ja inzwischen auch. Die Mangolds hier sind auch alle zu Hause. Die Mangolds sind... Wer ist denn die... Hallo, habt ihr die gesehen? Und hier ist wieder Hotspot, eine Drachenschenke. Gehen wir doch in die... Nee, Moment, wir könnten mal ins Elixiergeschäft gehen. Ich weiß nicht, ob die offen haben um diese späte Uhrzeit. Aber vielleicht können wir uns ein Hexenelixier oder sowas kaufen. Wobei ich bezweifle, dass wir haben nicht genügend Geld. Wir könnten uns ein Bodo verkaufen. Oder dieses da. Oder irgendwas verkaufen, was wir nicht brauchen. Die Ehrentrophäe natürlich nicht. Aber zum Beispiel die Kompaktkamera, die brauchen wir nicht. G-Pot, das ist ein Buch, das, nee. Die ganzen Kopfsalatsamen. Ich weiß auch nicht, warum wir die immer noch im Inventar haben. Kann man die irgendwie verkaufen? Ich weiß es nicht. Hey, Moment, den kennen wir doch. Das ist Michael. Mit dem haben wir uns angefreundet auf ganz normale Art und Weise, ohne dass es jetzt paranormal oder wahnsinnig werden würde. Cool, wir können uns mal mit Michael unterhalten. Der grimassenschneidende, pinke Michael. Kaufen wir mal was ein. Schauen wir doch mal hier. Oh, ein hübscher Laden. Schön hier. Es ruckelt hier auch gar nicht. Wie angenehm. Ich mag das Geschäft. Das ist so leckfrei. So, Mathilda. Dann kauf mal ein paar Elixiere ein. Geht doch. Oh, da hinten sind wunderschöne Zauberstäbe an der Wand. Oh, ein eingelegtes Häschen. Das ist ja grotesk. Ja, ich hätte gerne ein paar Sachen aus ihrem Kommissionslager. Aha. Was Besonderes? Fiole der Erleuchtung. Trinke einen Schluck und ruhe dich aus, um schnell deine Fähigkeiten zu verbessern. Fortpflanzungselixier. Ah, dann kriegt man schneller Zwillinge. Gegensätzliche Persönlichkeit. Macht den Gegenteiltag für die Persönlichkeit eines Sims mit diesem Elixier zum Dauerzustand. Das könnten wir mal ausprobieren. Abgefülltes Feenglück. Oh, da würden wir eine Fee werden. Oh, dafür haben wir nicht genügend Geld. Also Mathilda als Fee ist auch nicht schlecht. Okay, ich möchte heute eine ganz große Umfrage machen. Es reicht, wenn ihr einfach nur das eine Wort reinschreibt. Weil viele haben ja gesagt, ihr hättet gerne, dass Mathilda ein Vampir wird. Es gibt aber die Möglichkeit, also Vampir oder Hexe oder Fee. Finde ich passt zu ihr. Eine dunkle Fee mit dunklen, schwarzen Flügeln. Könnte ich mir echt gut vorstellen, sie als Fee. Wäre nicht schlecht. Müssten wir mit der Gartenarbeit ein bisschen arbeiten. Vampir ist natürlich für ihre nächtliche Tätigkeit nicht übel. Hexe würde natürlich auch sehr gut zu ihr passen. Müssen das aber jetzt schon in Anführungsstrichen ein paar Zauber kennen. Schreibt doch mal Vampir, Hexe oder halt dementsprechend Fee in die Kommentare. Und votet auch die Kommentare untereinander hoch, wenn die anderen die gleiche Meinung ist, damit ich so ein bisschen besseren Überblick kriege, was wirklich so, ja, das Hauptaugenmerk ist. Dann versuche ich, das im Laufe der nächsten Tage noch mit Mathilda umzusetzen. Aber wir kaufen jetzt mal die gegenteilige Persönlichkeit, weil da können wir vielleicht aus ihren Schwächen, die sie hat, ein paar Stärken machen. Wäre doch ganz lustig. Mal gucken. Objekte kaufen. Ja, Flip!
Elixier trinken. So. Na, da bin ich jetzt gespannt. So, jetzt ist sie Konkett. Fan des Übernatürlichen, Loser, Schlafmütze und Glückspilz. Mathilda Mangald hat durch die Einnahme des Elixier gegensätzliche Persönlichkeit einen Schritt durch den Spiegel gemacht. Alles, was einst beängstigend und abstoßend schien, ist nun so betörend wie Sirenengesang. Doch ist diese Veränderung von Mathilda Mangold auch als Verbesserung anzusehen? Ich weiß ja nicht. Jetzt Kokett ist ja nicht schlecht. Die Magie im Leben eines Sims verändert eine Menge, aber dass er jetzt ein Loser ist, ist auch nicht schlecht. Fan des Übernatürlichen ist natürlich cool. Schlafmütze, ja, das ist okay. Dass das echt das Gegenteil ihrer Persönlichkeit ist? Faszinierend. Oh, sie reden über das Übernatürliche. Einhörner und Feengepupse. Na gut, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal bei den Let's Play Sims 3.